Hey Leute, hier ist Nivenna aka Emily von Spotlight und willkommen zu einer neuen Folge von Zusammen zu Hause, wo wir uns gemeinsam die Langeweile daheim vertreiben. Heute werden wir ein bisschen was für euer Zimmer machen. Wir werden nämlich kleine Kakteen, aber aus Stein machen. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber vertraut mir, das sieht am Ende richtig süß aus. Dafür braucht ihr erstmal einen kleinen Blumentopf und Steine. Ich habe die hier einfach am Strand gefunden, als ich im Urlaub war. Falls ihr da noch welche habt, benutzt die gerne. So, dann brauchen wir Farben. Ich habe hier Acrylfarben, die halten am besten, aber benutzt einfach, was ihr da habt. Dann braucht ihr etwas, worauf ihr eure Farben mischen könnt. Ich habe hier einfach so ein Metallding. Ihr könnt auch natürlich eine Mischpalette nehmen, ich habe jetzt keine gefunden. Und dann ein paar Pinsel und einen Wasserbecher. Und ganz am Ende braucht ihr noch eine Heißklebepistole und ein paar künstliche Blumen. Ich hatte die noch rumliegen. Ich werde jetzt hier mal anfangen, den Stein hier zu bemalen. Und dafür nehme ich einfach einen Pinsel, mache den kurz ein bisschen nass. So, tunke in das Grün ein und fange an, den zu bemalen. Und ja, wenn ihr ganz viele von diesen Dingern macht, dann könnt ihr irgendwann einen kleinen Dschungel bei euch im Zimmer aufbauen. So wie der Dschungel in der Berlin School of Arts. Die lasse ich hier jetzt erstmal trocknen. Und dann geht's weiter mit dem Topf. Ich werde den jetzt nämlich, ich glaube, in Türkis anmalen. Ihr könnt einfach eure Lieblingsfarbe machen, wie ihr das möchtet. Und dann könnt ihr auch statt Steine vielleicht einfach mal so Muscheln und Schnecken vom Strand bemalen, falls ihr keine Steine habt oder Muscheln schöner findet. Ich mache das jetzt. Ich habe hier so eine Muschel, die habe ich irgendwann mal am Strand gefunden und mit so einem kleinen Mini-Pinsel und einer Kupferfarbe werde ich hier jetzt einfach mal rübergehen und die anmalen. So, warten, bis der Rest trocken ist. Mein Topf ist jetzt schon trocken. Und den will ich noch ein bisschen weiter dekorieren, damit der nicht einfach nur blau bleibt. Das müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen. Ich habe mir hier dafür so kleine Steinchen besorgt. Ich weiß nicht, seht ihr die? Habe jetzt hier schon meine Heißklebepistole, die jetzt auch schon heiß ist. Und damit werde ich die jetzt aufkleben. Ihr sollt aber wissen, diese Heißklebepistole ist sehr heiß. Man kann sie verbrennen. Deswegen, falls ihr damit noch nicht so viel Erfahrung habt oder so, dann fragt einfach eure Eltern oder eure große Schwester oder euren großen Bruder, ob die euch helfen können. Ich nehme jetzt einfach so einen Stein. Mach ein bisschen Kleber drauf und klebe den dann an den Rand des Topfes. So. Und jetzt habe ich hier einmal Steine rumgeklebt. Jetzt braucht ihr als nächstes einen sehr dünnen und feinen Pinsel. Ich habe hier so einen, der ist eigentlich für so Nagellack. Also damit kann man sich so kleine Sachen auf die Nägel malen. Aber der ist halt schön dünn, deswegen benutze ich den jetzt hierfür. Und ihr braucht weiße Farbe. Und jetzt fangen wir an, praktisch die Kaktusstacheln drauf zu malen. Und jetzt geht es darum, das alles zu einer Kaktuspflanze praktisch zu machen. Also ich werde jetzt meine kleinen pinken Blümchen hier oben rankleben, weil, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen echten Kaktus zu Hause habt, aber ein paar blühen auch und haben kleine Blümchen und das will ich hiermit damit praktisch darstellen. Und wenn das dann jetzt alles getrocknet ist, der ganze Kleber und die Farben, dann ist euer kleiner Fake-Kaktus fertig. Den könnt ihr dann auf euren Schreibtisch stellen, an euer Fensterbrett, wo auch immer ihr es gerne im Zimmer haben möchtet. Und der Vorteil ist, sie können nicht absterben, ihr müsst sie nicht gießen, euch nicht kümmern. Sie können einfach nur rumstehen und schön aussehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Zusammen zu Hause gefallen. Und wenn ihr sowas irgendwann mal nachbastelt, macht auf jeden Fall ein Bild, ladet es hoch, taggt uns alle und benutzt den Hashtag Zusammen zu Hause, damit wir eure Bilder sehen können und bewundern können, was ihr so kreiert habt. Ja, ich hoffe, ich sehe euch ein nächstes Mal und viel Spaß beim Basteln. Ciao!